Hallo, schön, dass du da bist. Ein Vorschlag von eurer Seite war mal zu zeigen, wie man so ein altes Haus hier für sich renovieren kann. Und ja, das möchte ich gerne heute mit euch machen. Es ist nicht zu sehr defekt. Es gibt einige Löcher im Dach und so weiter, aber es ist machbar. Verschiedene kleinere Räume, die man natürlich auch ändern kann. Es bietet schon einen gewissen Schutz, Level 6. Also wenn man es jetzt, sage ich mal, von der Möblierung her so lassen würde, wir haben Dach über dem Kopf, wir haben Komfort Level 6 durch zum Beispiel solche Sachen hier oder durch die Badewanne, die hier hinter steht. Ja, wenn du die jetzt wegnimmst, dann geht dir natürlich Level Komfort verloren erstmal. Viele dieser Dinge kannst du abbauen, wenn du möchtest. Hier seht ihr überall dieses Grün. Und jetzt gibt es hier verschiedene Einstellungen. In den Einstellungen und in Anzeige können wir, also wenn ich das zum Beispiel jetzt hier ausschalte, ja, dann sind die Wände sozusagen sauber. Aber das entfernt natürlich nicht nur die Steine am Boden und das Gras, den Grasbewuchs, sondern das entfernt auch so diese ganzen Designelemente an den Wänden und Türen. Dessen muss man sich bewusst sein. Oder das Gras ist plötzlich ganz flach. So. Und wenn ich das jetzt wieder einschalte, jetzt kommen diese Designgeschichten wieder zurück. Seht ihr das da am Haus, wie die Sachen ein- und ausgeblendet werden? Und das Gleiche gilt hier für das Blattwerk. Ich finde das aber ganz, ganz nett, auch mit dem Grün. Es ist nicht wirklich vom Stein wegzukriegen. Also das ist sehr, 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 wäre sehr mühsam. Oder du müsstest eigentlich alle Steine dann praktisch ersetzen. Dann kannst du gleich neu bauen. Als erstes brauchen wir einen Altar. Ich hatte gedacht, den Altar eben hier aufzubauen. Dann brauchst du mindestens einen Altar der Stufe 2, um das hier alles bauen zu können. Also was die Ausdehnung angeht, Stufe 2, um hier an alles ranzukommen. Oder du setzt ihn direkt ins Haus, dann hast du aber weniger von der Umgebung. Ihr seht das jetzt, wo der Bereich ist, ne? Also jetzt habe ich das Haus praktisch mit drin, aber hier fehlt mir was im Garten. Und den wollen wir natürlich mitnutzen. Da ist ja auch schon die einfache Gartenerde ist da drin. Das heißt, wir werden den Altar einmal aufwerten. Also ich stelle ihn mal hier hin. Jetzt werten wir ihn einmal auf. Und jetzt haben wir hier, genau, das passt. Jetzt haben wir hier praktisch unseren Garten mit komplett integriert. Super. Wir haben hier ja schon ein paar schöne Designelemente, die kann man sich ja überlegen, auch stehen zu lassen. Hier den halben Hügel. Ja, da hinten wohnen ein paar Spinnen, aber die stören uns nicht weiter. Und den Wolf wollen wir loswerden noch. Okay. Die werden auch nicht mehr nachspawnen, weil das haben wir ja integriert. Also das haben wir ja jetzt hier mit drin, diese Wolfshöhle. Hier kommt also keiner mehr nach. Wir können jetzt hingehen und all das, was uns stört, einfach abbauen. Ja. So, sind die Sachen weg. Hier müssen wir leider mit der Spitzhacke ran. Diese Risse, die jetzt entstehen, die gehen von alleine sozusagen wieder weg. Ein bisschen was haben wir hier zu reparieren. Wenn ihr natürlich diese Dinge reparieren wollt, dann müsst ihr schon mal auch die Sachen gelernt haben. Jetzt können wir uns ranmachen, das Ganze zu reparieren. Du kannst natürlich jetzt hier auch schon einziehen, theoretisch. Wenn ihr sagt, euch gefällt das nicht mit dem Schutt und so da drauf, dann braucht ihr von dem Material hier idealerweise und setzt so einen Bodenblock da rein, aber nicht in der gleichen Höhe. Das geht nämlich nicht. Da passiert nichts, sondern
ihr setzt das Ganze höher und dann geht ihr auf Entfernen und dann habt ihr da ja ein Loch und jetzt kann ich das Ganze wieder füllen und dann verschwinden hier diese, ja, diese Überreste, nenne ich es jetzt mal. Dann haben wir es wieder repariert. Ja. Also das kann man machen. Ist ein bisschen mühsam, bis man dann jeweils die richtigen Elemente erwischt hat. Ist aber machbar. Du kannst sogar alles stehen lassen, wenn du später diesen Umbau machen willst. Und kannst einfach die Blöcke setzen hier. Und wieder entfernen. Und die anderen Sachen bleiben stehen, ja. So. Inklusive deiner NPCs. Und dann geht das ruckzuck. Und da muss man nur gucken, ob man irgendwo was weggerissen hat versehentlich. Hier habe ich ein Stück von der Mauer weggerissen. Das setze ich jetzt wieder mit den einzelnen Steinen einfach da rein. So. Und schon ist fast überall. Hier habe ich nur ein bisschen was vergessen. Auf der Treppe ist noch was. Das heißt, die müsste ich jetzt einmal abreißen am besten und neu hinbauen. Die Besonderheit bei den Gebäuden, die hier gebaut wurden, ist, dass die meistens doppelte Dächer haben. Das ist etwas, was mich am Anfang in den Wahnsinn getrieben hat, diese doppelten Dächer, weil ich nicht kapiert habe, wieso ich immer so zwei Lagen Dächer plötzlich hatte. Ich bin so vorgegangen, dass ich zuerst mal die Seitenwände repariert habe. Dafür habe ich einmal diese Dinge entfernt und eine gerade Fläche mir gemacht. So, ja, das sah dann schon mal besser aus. Also diese Methode hat sich für mich bewährt. Diese merkwürdigen kaputten Strukturen hier, das muss was Spezielles sein, die zu entfernen. Und dann kannst du es entweder einzeln einfüllen, du kannst aber auch größere Elemente nehmen, um es wieder zu füllen. Beides ist möglich. Also du kannst auch mit einem großen Element da drüber gehen. Hier noch eine Reihe. Jetzt haben wir gerade noch die vier. Wenn du es nicht entfernen willst, dann kannst du, wie du siehst, das auch so machen. Ist schon ein bisschen tricky. So. Da haben wir ein Loch noch und so. Also das würde ich alles so Stück für Stück entfernen. Und am Ende dann hier hingehen und auch beim Dach das Gleiche machen. Die einzelnen, ich nenne es jetzt mal kaputten Elemente entfernen. Dann kannst du rübergehen, nimmst dir dein Dachelement und kannst das dann hier einpassen. So, ich habe jetzt das kleinere gewählt. Du kannst auch das große nehmen. Aber für diese Reparaturen reicht das kleinere. Und manchmal ist es ganz geschickt für bestimmte Sachen, wenn man über Drücken der Taste X das Einrasten verwendet oder ausschaltet. So, das haben wir jetzt schon repariert. Also es ist im Grunde genommen total simpel. Ein bisschen rumexperimentieren hier. Gucken, dass man den richtigen Winkel erwischt. Am besten baut man sich ein Baugerüst, wenn man hier an den Rand kommt. Hier sieht man jetzt, dass die Entwickler beim Bau dieser Häuser in der Regel doppelte Lagen von Dach aufgebracht haben, damit diese ganzen Spitzen hier, ja, damit das nicht alles aus dem Dach rausguckt. Und wenn ihr jetzt so ein Haus repariert, dann ja, macht es sicher Sinn, dass man dieses Element wieder auch ausfüllt. Jetzt schalte ich das X aus, so, damit ich da in diesen Bereich reinkomme. Ja, also es sieht aus, als wenn man es davor setzen würde, aber faktisch setzt man es rein. Und jetzt ist es wieder schön ebenmäßig. So ist es jetzt soweit fertig. Wir haben hier so ein bisschen Wege. Das ist alles noch erweiterbar, falls mal irgendwann Tiere dazukommen oder wir mehr Räumlichkeiten brauchen. Wir haben hier einen Garten. Ist auch mit dem Zaun eingefasst, aber den sieht man jetzt gar nicht.
noch viel Platz hier. Hier wollten aus irgendeinem Grund die... Hier ist immer der Rasen nachgekommen. Die Irisse wollten da einfach nicht sitzen bleiben. Warum auch immer. Das ist unser Häuschen. Was habe ich geändert? Ich habe die Fenster ausgetauscht. Ich habe diese kleinen Blumenkästen hier gebaut. Ich habe diesen kleinen Vorbau hier gebaut, einfach um die etwas langweilige Fassade etwas anzuhübschen. Den Efeu an den Wänden finde ich ganz schön, allerdings wächst er teilweise auch drin. Hier habe ich den kompletten Boden ausgetauscht. Und das ist verdammt viel Arbeit, also da kannst du auch neu bauen. Das finde ich ganz schön, diese Fenster, weil, ja, es ist doch recht duster. Ich habe überlegt, hier auch noch so Aussparungen reinzubauen. Mal schauen, wenn ich wieder genug Material habe. Hier habe ich die Wände rausgenommen, sodass wir einen einzigen großen Raum haben. Und hier hinten, das war so ein versteckter Bereich. Der war gar nicht zugänglich. Hier sollen mal noch mehr Kästen rein. Also hier soll praktisch eine ganze Wand aus Kästen irgendwann entstehen, dass dann alle Kästen dort gebündelt sind. Die Treppe habe ich erneuert und angepasst. Und hier oben habe ich zwar auch versucht, die Böden zu ersetzen, aber das hat nur teilweise geklappt. Also es ist viel von dem Schutt, der hier rumlag, verschwunden, aber es ist sehr, sehr, sehr mühsam. Genau. Hier oben habe ich ansonsten nicht viel geändert, da wächst immer noch der Efeu. Also eigentlich waren es hauptsächlich die Böden, die ich ausgetauscht habe. Und habe mir hier so eine kleine gemütliche Ecke gemacht. Das gibt mir jetzt, glaube ich, 35 Minuten insgesamt, die ich habe hier an Erholungszeit. Das Badezimmer ist auch noch nicht ganz fertig. Wir haben noch keine Toilette und keine Dusche. Ja, Material fehlt. Ja, das war's im Grunde genommen. Die Dächer habe ich ausgetauscht. Das war eigentlich, finde ich, ganz wichtig, dass die schön gleichmäßig sind und nicht so kaputt sind, natürlich sowieso, klar. Aber eben auch diese doppellagigen Wände, das ist eigentlich so das Wichtigste, finde ich. Damit man sich hier wohlfühlen kann. Hinter dem Haus ist nicht wirklich viel passiert. Ich habe hier teilweise Bäume angepflanzt, einfach weil wir das Holz brauchen, habe aber auch schon wieder Bäume geerntet. Jo. Und hier habe ich noch ein bisschen Blumen angepflanzt, Fenster ausgetauscht und repariert. Aber von der Größe her passt es erstmal. Wie gesagt, man hat so viel Platz, man könnte problemlos noch anbauen oder neue Häuser dazu bauen, eine eigene Schmiede und so weiter. Zeitaufwand? Mindestens genauso viel, wie wenn du selber baust. Der Vorteil ist, dass man lernt, wie diese Dinge gebaut werden. Also das ist auf jeden Fall mal eine ganz gute Sache. Oftmals haben sie innen so doppelte Wände eingezogen, auf jeden Fall doppeltes Dach. Damit zum Beispiel der Efeu nicht irgendwie überall durchwächst, haben sie teilweise eben die Wände doppelt gemacht bei dem Haus. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut, bis dann. Ciao.